Na, habt ihr die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mittlerweile durchgelesen? Habt ihr bei unserem exquisiten Gewinnspiel schon mitgemacht? Es wird langsam schon wieder Zeit, denn wir sind mittendrin in der Produktion für Heft Nummer 77, dann mit einem großen Formel-1-Themen-Special und vielen Themen zur Sportwagen-Langstreckenszene. Hier, ihr seht es ja da hinten, spielt die Rallye Dakar noch ein ganz großes Thema. Lohnt sich mit Sicherheit, sich dieses Heft noch einmal zu Gemüte zu führen, um die alte Faszination der Rallye Dakar noch einmal wieder aufleben zu lassen und auch um ein bisschen mehr von dem zu verstehen, wovon unter anderem in der nächsten Dreiviertelstunde die Rede sein wird. Wir schauen nämlich jetzt zurück auf den Sieg von Carlos Sainz Junior, dessen Vater die Dakar gewonnen hat. Carlos Sainz Junior hat die Siegesserie von Max Verstappen beendet, ehe die so richtig begonnen hat in diesem Jahr. Und Inga Stracke, unsere Formel-1-Reporterin, war für uns in Melbourne und hat alle Hintergründe mit ins Gepäck ihrer Rückreise gepackt. Ein Podcast garantiert ohne Christian Horner, garantiert ohne die Meinung von Ralf Schumacher, dafür aber mit allen Hintergründen, die ihr wissen müsst, warum Max Verstappen nicht in Melbourne gewonnen hat und warum das Rennen wie ausgegangen ist. Viel Spaß dabei. Inga Stracke ist also zurück aus dem Albert Park von der langen Reise aus Melbourne mit jeder Menge Eindrücken und vor allem natürlich mit der großen Überraschung, dass Max Verstappen es nicht gelungen ist, seine Siegesserie fortzusetzen, sondern statt seiner ausgerechnet der schon auf der Abschlussrampe stehende, auf dem Abstellgleis stehende Carlos Sainz das Rennen gewonnen hat. Das Ganze deutete sich schon ein bisschen an, dass die Ferrari sehr schnell dabei sein würden in den freien Trainings, vor allen Dingen im frühen freien Training, in der ersten Session und auch bei der Analyse der Long Runs, hat Ferrari es tatsächlich geschafft, den Rückstand zu Ferrari einzudampfen oder war das eine streckenspezifische Geschichte? Klar, ich habe auch Rückstand zu Red mitbekommen, Bull, meinst du? Rückstand zu Red Bull. Ich habe natürlich mitbekommen, Ja. dass Verstappen ausgefallen ist, da reden wir nachher auch noch drüber, aber trotzdem, im freien Training waren eben die Ferrari deutlich näher dran als in den beiden Nahostrennen bis jetzt. Also die Pressemitteilung von Ferrari, die Schlagzeile lautete Carlos Heroic, Charles Brilliant. Also die haben sich natürlich über sich selbst sehr gefreut und sich selbst sehr gefeiert. Das war auch ziemlich cool. Ich hatte nach dem Rennen noch ein Interview mit Toto Wolff, das natürlich eher ernüchternd war. Und während dieses Interviews hat Ferrari gerade das Siegerfoto nebenan gemacht und die haben geschrien und gejubelt, sodass bei Mercedes fast die Bude gewackelt hat nebenan. Also es war schon sehr interessant. Ja, Ferrari ist stark, war natürlich in Melbourne stark. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir auch dieses Jahr wieder sehen werden, dass das hier und da streckenspezifisch sein wird. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Max Verstappen Probleme hatte. Und das hat er mir nach dem Rennen gesagt. Diese Probleme fingen an in dem Moment, als die Lichter ausgingen. Also auch das Überholmanöver von Carlos Sainz, worüber sich der Carlos natürlich sehr gefreut hat, dass er direkt gleich erste Runde an Verstappen vorbeiziehen konnte. Auch das hat zumindest, Wortlaut Verstappen, nur deswegen stattfinden können, weil er ab dem Moment, als die Ampeln ausgingen, quasi hinten quasi eine festhängende Bremse hatte. So hat er es beschrieben. Genau, weil nämlich, wie man mittlerweile weiß, der Bremssattel nicht richtig befestigt worden ist von dem Mechaniker, der für die Inspektion zwischen Qualifying und Rennen zuständig gewesen ist. Diese Autos werden da ja noch einmal fast komplett zerlegt. Zumindest noch einmal wird genau nachgeguckt, ob wirklich alles noch funktioniert, was nach dem Qualifying dran ist. Und dann ist der Bremssattel hinten rechts, meine ich, nicht wieder richtig ordnungsgemäß festgezurrt worden, sodass in letzter Konsequenz die Bremsscheiben, beziehungsweise die Bremsbeläge angelegen haben und deswegen die Bremse letztlich erstmal nicht richtig gleichmäßig gegriffen hat und dann infolgedessen überhitzt ist und förmlich detonierte, was dann diesen Ausfall von Max Verstappen, ich glaube, in Runde 4 nach sich gezogen hat. Also der Max sagte, schon gleich beim Wegfahren hat sich das Auto in einigen Kurven eigenartig angehört. Auf der Einführungsrunde übrigens noch nicht. Da war alles okay. Und ja, genau, rechts hinten.
Das hat die, diese Bremse hat einfach, ist hängen geblieben und hat blockiert. Und die ist tatsächlich in Flammen aufgegangen. Da waren riesen Rauchwolken. Ich dachte erst, oh, Motorschaden, weil das so, so eine Rauchfahne war. Und dachte mir, jetzt verzieht der Max hier auf der ganzen Rennstrecke das Öl, was jetzt nicht so toll ist, wo es dann auch Strafen gibt, wenn sowas der Fall ist. Aber nein, es war tatsächlich die Bremse. Und ursprünglich hieß es eigentlich, dass es eben kein Versagen, menschliches Versagen sei oder kein menschlicher Fehler sei, sondern dass das tatsächlich ein Materialfehler war, gewesen sei. Das hat man jetzt dann eben nochmal untersucht. Aber ja, DNF für Did Not Finish für Max Verstappen. Und ich glaube, das war das erste Mal seit über 2 Jahren oder so. Das war natürlich eine sehr lange Erfolgs- und Zuverlässigkeitsserie von Max Verstappen und von Red Bull. Und dann kam natürlich ausgerechnet aus Ferrari-Sicht der falsche Fahrer um die Ecke, der dieses Rennen gewinnen musste. Auch dazu gibt es natürlich eine Vorgeschichte. Eigentlich gibt es sogar zwei Vorgeschichten. Und die Heldentat, die Ferrari dort, wie du es gerade gesagt hast, in der Pressemitteilung herausgearbeitet hat, die bezieht sich natürlich zum einen auf den Sieg und auf den Umgang und dass er schneller war als Leclerc und tralala, aber natürlich in allererster Linie, und das muss man dem guten Mann hoch anrechnen, in allererster Linie auf seine Blinddarmoperation. Hat er selbst gesagt, sie haben den Sitz geändert, sie haben das Bremspedal geändert, sie haben den Sicherheitsgurt geändert, sie haben, ich glaube, sogar den Lenkwinkel ein bisschen geändert, um ihm da im Bauch besser fühlen zu lassen. Und er hat gesagt, er hätte mit Alexander Albon, der auch schon mal eine Blinddarmoperation gehabt hat, darüber gesprochen. Und man spürt ohne Blinddarm bei den Fliehkräften die Innereien sich anders bewegen als mit Blinddarm. Und da musste er erst mal drauf kommen und das musste er erst mal tatsächlich realisieren und damit umgehen lernen. Also es war alles andere als einfach. Und er hat auch gesagt, Carlos Sainz, er fühle sich nicht zu 100% fit das ganze Wochenende über. Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen und ich habe ihn vor der Quali gefragt, was denn passieren müsste, damit das Rennen für ihn eine Smooth Operation würde. Und da hat er gesagt, naja, jetzt hatte ich ja erstmal eine Smooth Operation eben auf seinen Blinddarm anspielen und hat gelacht und meinte schon, also wir müssen uns das, sollten uns das schon mal vor Augen führen. Er hätte also in den letzten 10 Tagen, also zwischen der Operation in Saudi, und dann im Ankommen und das erste Mal fahren in Australien, quasi eine Woche eigentlich nur noch im Bett gelegen. Vielleicht hat er damit indirekt zugegeben, dass es vielleicht doch ein bisschen früh war, in Saudi am Sonntag an die Rennstrecke zu schleichen. Den geschlichen ist er da fast. Und dass er dann angefangen habe, seine Fitness wieder aufzubauen. Das ist auch interessant. Diese Jungs verlieren also, wenn sie eine Woche lang nichts tun, gleich schon wieder ein bisschen von ihrem Fitnesslevel. Vielleicht war er aber auch durch den fehlenden Blinddarm, keine Ahnung, was das Ding wiegt. Ich habe mal noch etwas leichter und hatte dann einen Gewichtsvorteil. Wer weiß. Auf jeden Fall hat das Ganze humorvoll genommen, aber trotzdem auch ernsthaft und gesagt, eben Leute, überlegt mal, was ich hier quasi geschafft habe und durchgestanden habe. Und nach dem Rennen habe ich ihn gefragt, sag ich, Carlos, du hast gesungen, es hat mir echt gut gefallen. Da hat er ja Smooth Operator wieder im Boxenfunk gesungen nach der Zieldurchfahrt. Sagt er, ja, diesmal war es wirklich very smooth. Vor allen Dingen natürlich, weil das ganze Wochenende schon smooth gewesen ist, mal abgesehen davon von den Problemen im Unterbauch oder Oberbauch besser gesagt. Aber das zweite Teil der Heldentat sind halt die neuen Reifen, die zum ersten Mal gekommen sind. Zum ersten Mal hat Pirelli die weiche, die sogenannte C5-Mischung ausgerollt. Und die haben sich auf eine höchst merkwürdige Art und Weise verhalten. Nämlich das Aufwärmverhalten der Vorderachse zur Hinterachse war asymmetrisch, wunderlich. Und hat dafür gesorgt, dass Red Bull auch im freien Training Schwierigkeiten gehabt hat, mit diesem Auto, mit diesem Reifen tatsächlich zu Potte zu kommen. Entweder gab es vorne Graining und es gab Untersteuern oder es gab hinten Überhitzen und Übersteuern, das sogenannte Snap-Oversteer, also das plötzliche Ausbrechen der Hinterachse, je nachdem, mit wie viel Grad Flügeleinstellung man operiert hat. Und je kühler es war, desto schlimmer war dieser Offset, diese Diskrepanz zwischen Vorder- und Hinterachse. Und bei Ferrari ist dort erstaunlicherweise Carlos Sainz viel, viel besser mit klargekommen als Charles Leclerc. Leclerc hat schon im freien Training und dann auch in der Qualifikation, als es um die Wurst ging, gemerkt, das Auto untersteuert zuerst und dann, je wärmer die Reifen werden, fängt es hinten raus an, auszubrechen mit der Hinterachse, hinten raus über die Runde, meine ich damit, über die eine fliegende.
Das hat Leclerc längst nicht so gut kompensiert bekommen wie Carlos Sainz, der damit hat umgehen können. Sainz seinerseits hat einen ordentlichen Schlenker gehabt in seiner entscheidenden Quali-Runde. Der hat ihn so viel Zeit und Schwung gekostet, etwa 16 km/h in der Kurvengeschwindigkeit und dann über die Summe hinweg so viel Zeit gekostet, dass dadurch sein Anrennen auf die Polezeit von Max Verstappen versandet ist. Ich will sagen, der Ferrari geht ganz offensichtlich mit dieser Art von asymmetrischem Reifenmanagement besser um als der Red Bull, weil er ein etwas größeres Toleranzfenster in seinem sogenannten Sweet Spot hat. Also da, wo das Auto am optimalsten mit den Reifen umgeht. Und da wiederum konnte Sainz besser mit umgehen, mit diesem wechselhaften Fahrverhalten als Charles Leclerc. Sainz hätte auf Pole stehen können, wenn er diesen einen Schlenker, dieses ausbrechende Heck nicht gehabt hätte. Und Sainz war deswegen auch in der ersten Abstauberposition, als Max Verstappen da seine Bremsscheibe um die Ohren geflogen ist. Absolut, ganz genau. Wenn wir jetzt mal auf die Startaufstellung gucken, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, die Paare Oscar Piastri und Sergio Perez, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Fernando Alonso, das ist die Top 10 auf der Startaufstellung. Und wenn wir dann eben tatsächlich gucken, wie sie ins Ziel kamen, Sainz, Leclerc, Norris, Piastri, Perez, Stroll, Tsunoda, Alonso, der strafversetzt wurde, der war weiter vorne, Hülkenberg, und Kevin Magnussen. Und wenn wir das so anschauen, dann fällt uns auf, ja, Ausfall bei Max Verstappen, aber eben auch, wie du sagst, nicht jetzt die Riesenaufholjagd von Sergio Perez, der eben am Ende Fünfter wurde. Gestartet war der gute Sergio eben als Sechster und da ist vor ihm der Verstappen ausgefallen. Das heißt, der hat keinen Platz gut gemacht. Da muss man ihn allerdings sogar ein bisschen in Schutz nehmen. Sergio Perez, der Ja. hat nämlich, wie man im Nachhinein herausgefunden hat, einen ordentlichen Abtriebsverlust gehabt. Einmal an Fernando Alonso vorbei, den er überholt hat. Hat einen Abreißvisier eines anderen Fahrers, einen jener Luftschächte, jener Kanäle unter dem Fahrzeugunterboden verstopft. Und zwar jenen Kanal, der die Luft von weiter vorne im sogenannten Outwash, also nach außen dirigiert hat. Und dort hätte diese Luft dann dafür sorgen sollen, dass der Unterboden seitlich abgedichtet wird, dass die anderen Kanäle von der Luft, die von vorne reinfließt, besser durchströmt werden können. Das hat nicht funktioniert. Dieser Outwash hat nicht stattgefunden, weil eben da ein Abreißvisier eines Vordermannes sich verfangen hatte. Und deswegen gab es zwischen 20 und 30%, die genaue Zahl habe ich vergessen, ehrlich gesagt, Abtriebsverlust bei Sergio Perez, aber nur auf der einen Seite, wo dieses Abreißvisier sich eben verklemmt hatte, den Schacht, den Venturi-Kanal verstopft hatte. Klar, also damit auch da ein asymmetrisches Fahrverhalten, aber von links nach rechts. Und auf der Seite, wo diese 30%, knapp 30% Abtrieb fehlten, gab es dann eben auch Körnen, Graining der Reifen, sodass das Auto erstens schon wegen der unterschiedlichen Abtriebswerte zu fahren war wie ein Schluck Wasser in der Kurve und dann immer noch schlimmer geworden ist wegen des Körnens der Reifen. Ja, Fazit von Sergio Perez war, im ersten Stint war die Balance super neutral. Er hätte überhaupt keinen Rear Grip gehabt und hätte sich damit die Hinterreifen zerstört. Und im zweiten Stint hätte er sich dann komplett die Vorderreifen zerstört. Er sagt, eigentlich war die Balance nicht gut. Es war eher so Survival-Modus. Und eben, wie du sagst, mit der Reifendegradation, also mit dem Abbau der Reifen, kam er einfach weder, sagt er selber, weder an Ferrari noch an McLaren ran. Das ist das Fazit von Sergio Perez. Aber schauen wir mal auf Mercedes. Du weißt, ich habe ja mit Toto Wolff gesprochen und Toto sagt, das Wochenende war brutal, das Rennen war brutal. Brutal, hat er wirklich mehrfach gesagt. Und ich habe ihn gefragt, was er denn Positives mitnimmt aus Australien. Er hat gesagt, so quasi eigentlich irgendwie nicht wirklich viel. Also der war nach dem Rennen echt sehr niedergeschlagen, der gute Toto. Mein ist klar, beide Autos nicht im Ziel. Das ist natürlich heftig. Lewis Hamilton, defekt an der Power Unit. Das ist gerade für Mercedes extrem bitter. Und George Russell, vorletzte Runde, gut in den Punkterängen liegend, hat er einen Crash gehabt. Und dafür wurde ja dann später oder kurz nach dem Rennen Fernando Alonso bestraft. Da muss man sagen, da kann jetzt George Russell, glaube ich, nichts dafür für diesen Unfall, Ja. sondern das war tatsächlich eine Blutgrätsche von Fernando Alonso, für die er sogar noch harmlos bestraft ist. Es gibt ja das Phänomen des sogenannten Brake-Testing, ein englischer Begriff, den man so als 1:1 ins Deutsche nicht übersetzt bekommt.
Da muss man zunächst dann. Ausgebremst? Nee, ausgebremst Nee, auch nicht. nicht, Ich ne? wollte gerade sagen, man muss ein bisschen jetzt auf diese ganzen Begrifflichkeiten, die im Deutschen meistens falsch verwendet werden, eingehen. Es gibt einmal das Ausbremsen. Ausbremsen heißt ganz klar, du fährst innen neben ein und bremst später als der andere in die Kurve und dann hast du ihn ausgebremst, hast einen Platz gewonnen. Mittlerweile heißt es ja auch immer, wenn irgendeiner einen einbremst im normalen Straßenverkehr, also sich vor einen setzt und dann langsam fährt, sagt ja mittlerweile auch die Presse und die Polizei, das sei ein Ausbremsen. Das ist das genaue Gegenteil, das ist ein Einbremsen des Hintermannes, aber nicht ein Ausbremsen. Und Alonso hat zweimal diesen Brake-Test gefahren, was de facto ein Einbremsen des Hintermannes ist. Also ohne Not früh gebremst, dann einmal wieder Gas gegeben vor der Kurve und ein weiteres Mal wieder früher gebremst, um damit sozusagen dieses Brake-Testen, das macht man, um den Hintermann seinerseits in ein Bremsmanöver zu zwingen und so sicherzustellen, dass der nicht mit dem eigentlich geplanten Schwung durch die Kurve durchfahren kann, den er mitgenommen hätte, wenn er normal gebremst hätte vor der Kurve. Er musste also bremsen, früher bremsen als erwarten, hoch überbremst das Auto, geht im Zweifel ins Untersteuern rein oder bremst einfach viel zu früh und viel zu hart und kommt deswegen nicht so durch die Kurve und kann auf der folgenden Gerade dann nicht diesen Schwung aus der Kurve nutzen, um dann, Achtung, ein Ausbremsen zu starten. Also einbremsen gegen ausbremsen sozusagen. Das ist das Thema des Brake-Tests. Ist im höchsten Maße unsportlich und fies. Ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Ist genauso wie ein Reingrätschen in die Beine des Vordermannes beim Fußball, des Nebenmannes beim Fußball. Aber ist halt in diesem Falle aufgedeckt worden, auch weil George Russell sich lautstark darüber mokiert hat. Kein Wunder, der sah natürlich auf den ersten Blick ein bisschen wunderlich aus, wie er da einfach in den anderen reinfährt und sich dann spektakulär überschlägt. Aber die Sportkommissare haben halt nachher gesehen, Brake-Test, dieses bewusste Einbremsen des Vordermannes, dieses zweimal auf die Bremse gehen von Fernando Alonso, das ist strafwürdig und darum hat er auch zu Recht einen auf den Deckel gekriegt. Wobei Alonso gesagt hat, ich war eigentlich, also in den letzten Runden kam George immer näher an mich ran. Ich wusste, dass er kommt. Dann war er in der DRS-Range für 5 oder 6 Runden. Also bin ich eine Quali-Runde nach der anderen gefahren. Ich wollte meinen Ausgangsspeed aus Kurve 6 maximieren. Und das würde jeder Rennfahrer so machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das gefährlich ist. Und ich bin sehr enttäuscht, dass ich hier eine Strafe bekommen habe. Aber so Alonso, ich bin natürlich froh, dass George nichts passiert ist. War nicht zu sehen, war nicht schön, ihn da in diesem Crash zu sehen. Aber er sagt eben, er hat das nicht absichtlich gemacht. Ich glaube ihm das jetzt einfach mal, dass er im Eifer des Gefechts vielleicht einmal das nicht absichtlich gemacht hat und das gemacht hat. Und Rennspieber, du sagst eben, dass die Rennkommissare haben das natürlich trotzdem geahndet, ja. Und ob das zweite Mal nicht absichtlich war oder nicht, das weiß nur Herr Alonso. Ja, aber dafür gibt es ja Daten. Die ganzen Autos werden per GPS verfolgt. Man kann sich die Daten auch aus der Telemetrie und den Datenloggern der Teams geben lassen, wenn man solch ein Verfahren aufrollen möchte hinter den Kulissen nachher. Und bei aller Kritik an der FIA denke ich mal, dass die Sportkommissare sich doch wohl genau diese Daten zu Gemüte geführt haben und dann ihre Entscheidung gefällt haben. Ja, also Aston Martin hat auch keine Berufung eingelegt, die haben die Strafe akzeptiert, aber natürlich nicht happy und haben auch gesagt, das sei schon echt viel, 20 Sekunden, obwohl es keinen Kontakt gegeben hätte, das sei für sie zu viel. Aber sei es drum, so ist es und so müssen alle nach vorne schauen und das Beste daraus machen. Mercedes muss die Power-Einheit von Lewis Hamilton logischerweise auseinandernehmen oder hat das vielleicht auch schon getan. Und die werden natürlich hoffen, dass es für sie in Japan besser läuft. Aber Japan ist eine schnelle Strecke, eine Fahrerstrecke. Wird spannend zu sehen, wie es da ist. Ich hoffe, dass irgendwann mein Gepäck ankommt. Ich kann nicht nach Japan, weil mein Koffer irgendwo noch auf dem Weg von Australien zurückhängen. Andere Leute haben es noch schlimmer, nämlich die Williams-Mechaniker. Die müssen ein Auto komplett wieder neu aufbauen, nachdem Ich Alexander sagte ja, Albon. das sei auch hängen geblieben, das Auto. Na, weiß man nicht. Man weiß nicht, wo es steckt. Was ist in der Mauer hängen geblieben, nachdem Alexander Albon es im freien Training dort in die Mauer hineingestopft hat. Und das Ding war so schwer beschädigt, dass das Hauptmonocoque, also das Chassis des Autos, im Eimer gewesen ist. Das Auto wäre nicht einsatzfähig gewesen. Williams hat kein Ersatzchassis, was normalerweise üblich ist bei Formel-1-Teams, dass sie ein weiteres Auto, zumindest in Einzelteile zerlegt, in einem Container mit rüberbringen zu den Überseerennen oder im LKW zu lagern haben bei den Europarennen. Das hat Williams hier nicht. Wenn ich richtig informiert bin, zum ersten Mal seit Brawn im Jahre 2009, dass ein Formel-1-Team ohne Ersatzchassis angereist ist. Damals war es der Not geschuldet, dass Brawn ja erst auf den letzten Drücker
per Management Buyout das eigentlich schon tote Team von Honda beibehalten hat und man schlicht und ergreifend weder das Geld noch die Zeit gehabt hat, drei Autos auf Kiel zu legen. Damals waren sie froh, mit Jenson Button und Rubens Barrichello mit jeweils einem Auto unterwegs gewesen zu sein. Hier jetzt also hat Alexander Albon seinen Wagen ordentlich zerhäckselt und als Dank dafür hat Logan Sargeant, der nichts falsch gemacht hat, sein Auto abtreten dürfen an Alexander Albon, weil der natürlich der bessere Fahrer ist, was natürlich längst nicht alle begeistert hat. Logan Sargeant nicht, aber auch viele andere nicht. Ja, auch viele Fans nicht, logischerweise, aber das ist halt eben Teamwork. Und da hat sich auch der Alex Albon und das Team sehr bei Logan bedankt. Aber Logan hat schon auch selber gesagt, das ist so ziemlich der härteste Tag in meiner Rennkarriere, meines ganzen Rennlebens bisher, dass er sein Auto abgeben musste. Und ja, Albon hat gesagt, dass er mit dem frühen Pitstop ein bisschen was gut machen konnte. Er hatte am Ende von Startplatz 12 im Rennen den undankbaren 11. Platz im Rennergebnis und damit hätte er fast einen Punkt geholt und hätte er diesen Punkt geholt, dann wäre natürlich das Ganze für Williams aufgegangen, um zu sagen, hey, wir haben wenigstens einen Punkt geholt. So war es halt leider eine Nullrunde und hat damit weder dem Albon noch Williams was gebracht und noch weniger dem Logan Sargeant. War ich bei Lawson, weil ich den Liam Lawson das ganze Wochenende gesehen hatte, dem Logan Sargeant. Ist denn bei Williams Burgfriede oder hängt dort der Haussegen jetzt schief, weil die Fraktion Sargeant sich zu Unrecht abgestraft fühlt, für was, wo die nur wirklich nichts dafür konnte? Das werden die intern aushandeln. Wenn dann war das eher eine Sache am Samstag beziehungsweise Sonntag. Ich denke, da ist weitermachen, nach vorne schauen. Williams hat mir auch gerade eine Pressemitteilung geschickt. Die machen jetzt zum Beispiel in Tokio eine Fanzone. Die hatten auch eine Fanzone in Melbourne, wo die Fahrer in der Stadt auf eine Bühne kamen und da mit den Fans geredet haben. Und jetzt machen sie die allererste Fanzone in der Nähe von Shibuya Crossing in Tokio. Das ist eine neue Initiative des Teams, um sich einfach den Fans ein bisschen näher zu präsentieren. Und wenn wir schon gerade dabei sind, lobenswerte Initiativen von Williams rauszurücken, da gibt es irgendwann, ich habe das Datum jetzt nicht vorrätig, an einem Grand Prix-Wochenende einen Abend mit Nigel Mansell, der in der Fabrik in Grove zu Gast ist. Dort eine Führung durchs Museum. Die haben eine riesige Autosammlung dort, Williams Heritage. Und dann gibt es abends ein gemeinsames Abendessen mit Nigel Mansell auf der Bühne, der jede Menge Anekdoten und so weiter erzählt. Also wer da Interesse daran hat, kann sich gerne nochmal per Mail oder sonst wie über die Social Media Kanäle bei uns bei der Zeitschrift Pitwalk melden, dann suche ich das gern nochmal raus. Das ist mit Sicherheit ein Abend, den es zu besuchen lohnt, da in England. Absolut, mit Sicherheit. Das ist klingt interessant, klingt spannend. Bin ja selber dran, für die Charity, für die Make-A-Wish ein paar Sachen zu organisieren. Ich hatte sehr nette Gespräche mit Paul Stoddart am Wochenende in Ach, den gibt es Australien, der noch. da war. Und Paul betreibt unter anderem den Formel 1 Doppelsitzer und wird für meine Charity Doppelsitzerfahrten spendieren. Das ist ein ganzer Tag an der Rennstrecke in England. Mit komplett Einführung und Medical Check und allem. Da werde ich mit Sicherheit demnächst noch mehr verraten, wann wir die wie für die Charity versteigern werden. Vielleicht kann ich mich da auch noch so ein bisschen mit reinsetzen. Ich hatte eine Doppelsitzerfahrt vor einigen Jahren, auch in diesem Paul Stoddart Minardi Doppelsitzer damals noch. Eine fantastische Geschichte. Also es gibt jetzt immer mehr Sachen, wo tatsächlich die Formel 1, aber auch die Teams näher an die Fans rankommen. Ich finde das richtig, richtig klasse. Diese Doppelsitzernummer gibt es ja auch in der IndyCar. In St. Petersburg ist Helio Castroneves da mit dem Doppelsitzer gefahren. Als Gast hinter ihm Jon Bon Jovi, der so begeistert war, dass er gleich gesagt hat, er könnte sich jetzt vorstellen, ein IndyCar-Team zu kaufen und die Autos damit einzusetzen. Ja, top. Wäre was. Apropos Jon Bon Jovi, der war jetzt nicht in Australien. Ich habe ein paar australische Popstars gesehen. Es war da Sam Worthington und Zac Efron, aber erstaunlich wenig Prominenz für Australien eigentlich. Vielleicht habe ich sie auch nicht erkannt.
Ich finde das immer so lustig. Jetzt, wir reden über absolute A-Prominenz bei der Formel 1, natürlich zuhauf. Dann John Bon Jovi oder auch der Poison-Sänger, der in St. Petersburg gewesen ist. Und dann, Achtung, kommt zu einem DTM-Rennen an den Norrisring, kommt dann Hansi Hinterseher. Da ist eigentlich auch alles schon gesagt. Hansi Hinterseher ist aber auch bekannt und hat auch seine Fans. Jedem Ja, das seine. allerdings. Das Thema Australien ist damit abgearbeitet. Ob es so spannend bleibt oder ob das ein Strohfeuer gewesen ist von Ferrari, ist die nächste Frage, die erst in Japan beantwortet werden wird. Aber natürlich gibt es jetzt hinter den Kulissen das große Rätselraten, ob nicht Ferrari einen Fehler gemacht hat, indem sie Carlos Sainz da auf die Rampe geschnallt haben und wer sich jetzt die Dienste von Carlos Sainz sichert. Natürlich ist Audi die erste Wahl. Sein Vater Carlos Sainz Senior hat ja gerade mit Audi als 61-Jähriger die Rallye Dakar gewonnen. Dann Pech, Pech, hat Audi sich entschieden, sich zurückzuziehen aus der Marathon-Rallye-WM, sodass Sainz jetzt bei X-Raid mit einem Mini die restlichen Läufe der Marathon-Rallye-WM ab Portugal bestreiten wird. Der ist ja dank des Dakar-Siegers immer noch Tabellenführer und dann von Audi im Stich gelassen. Audi bezahlt da 750.000 Euro Strafe dafür, dass sie sich da plötzlich zurückziehen aus der Marathon-Rallye-WM. Und Audi sagt ja immer noch von sich selbst, sie bereiten den Formel-1-Einstieg ab 2026 vor. Da kann man natürlich einen Carlos Sainz durchaus auch schon gebrauchen bei den Simulatorsitzungen, die vorher auf dem Programm stehen. Papa ist ja auch der Manager von Junior. Das heißt also, der Weg zu Audi ist ein gar kurzer. Die große Frage ist halt, kommt Audi tatsächlich oder haben sie diese volle Übernahme von Sauber nur vollzogen, um dann das Team auch zur Gänze gleich wieder verkaufen zu können, weil sie doch Abstand nehmen von dem richtigen Plan, in die Formel 1 einsteigen zu wollen. Also Audi sicherlich eine Option für Carlos Sainz Junior, der bei Ferrari da geschasst worden ist. Aber was passiert sonst? Denn mittlerweile nach so einem Rennen, nach so einer Heldentat, wie Ferrari da richtigerweise geschrieben hat, werden natürlich einige schon sagen, der stünde uns auch nicht schlecht zu Gesicht. Mercedes beispielsweise, Red Bull als Ersatz Genau, für den genau. Dauerschwächelten Sergio Perez beispielsweise. Also Mercedes schaut sich den Sainz ganz bestimmt an, da bin ich mir sicher. Und da sind wir auch, du sagtest eben mit Audi, diese ganzen Gerüchte, da gibt es wirklich nichts Handfestes, also zumindest nicht, dass ich was wüsste. Es gibt natürlich auch, die sind jetzt dann übers Wochenende in Australien wieder verklungen, diese Gerüchte von wegen Verstappen könnte zu Mercedes gehen. Das hat sich jetzt auch wieder etwas, sagen wir mal, beruhigt. Beruhigt. Ich habe also auch im Fahrerlager, hatte ich ja schon im Vorfeld gesagt, im Fahrerlager gesehen, wie sich auch Christian Horner in aller Ruhe mit dem Manager von Max Verstappen unterhalten hat. Es gab auch Bilder, wo Dr. Marco, Christian Horner und Max zusammen in der Box standen und sich unterhalten haben. Also das scheint sich jetzt da zumindest zu beruhigen. Und Max Verstappen hat ja auch, wie viele andere gesagt, jetzt lass uns endlich wieder über das Racing sprechen. Wenn wir aber jetzt eben über die Silly Season sprechen, die er jetzt schon angefangen hat, aufgrund der Entscheidung von Hamilton zu Ferrari zu gehen, dann ist natürlich da Spannung drin. Und ich bin mir ganz sicher, dass Mercedes vor allem auch ihren Kimi Antonelli gut beobachtet und gut anschaut. Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit Olli Behrmann, ein sehr hoffnungsvoller, sehr Ja. sympathischer junger Mann, der Ferrari Junior. Der muss ja auch irgendwo platziert werden. Es bleibt, ist und bleibt spannend. Es gibt auch Gerüchte, dass Daniel Ricciardo jetzt unter Druck stünde. Der Liam Lawson, ich habe mich vorhin aus Versehen erwähnt, der Liam Lawson war in Australien im Fahrerlager sehr omnipräsent. Und es gibt Gerüchte, dass Danny performen müsse, weil sonst der Liam in den Startlöchern steht. Diese Druckaufbau gab es im gesamten Red Bull-Feld, gerade eben im Junior-Team. Racing Bulls oder Visa Cash App Racing Bulls, ja schon öfters. Also bleibt zu sehen, was da dran ist. Tatsache ist, dass der Danny Ricciardo eigentlich alles gegeben hat und eigentlich auch guter Dinge war. Aber jo, dann halt im Rennen selbst ein bisschen zu kämpfen hatte, sagen wir es mal so. Und du sagst natürlich völlig zu Recht oder bringst den Namen Andrea Kimi Antonelli ins Spiel. Für Mercedes ist das natürlich jetzt eine ideale Messlatte. Antonelli und Behrmann gegeneinander in der Nachwuchsformel. Warum also sollte Mercedes sich einen holen, der von Behrmann geschlagen wird? Das wird sich ja in der Formel 1 aller Wahrscheinlichkeit genauso wiederholen. Es ist halt die Frage, wie kommt Antonelli mit der Ausgangslage gegen Bearman klar. Im ersten Wochenende war es noch gut, weil Prema, ich hatte es vorher schon mal gesagt, da das neue Auto nicht durchschaut hat.
Am zweiten Wochenende stand dann Bearman auf Pol, wurde abkommandiert für den blinddarmkranken Sainz. Wir kennen die Geschichte alle. Und jetzt gibt es halt dann den direkten Vergleich und damit auch quasi ein Ausscheidungsrennen zwischen Sainz in der Formel 1 und Antonelli in der Formel 2 gegen Bearman. Denn sobald Bearman besser ist als Antonelli, gibt es, so brutal ist die Formel 1 auch, keinen Grund, Antonelli zu befördern und Sainz nicht zu nehmen. Ja, und kein Mensch redet von Mick Schumacher, der ja eigentlich im Mercedes-Programm ist, eigentlich auch dort in der Box ist, im Simulator ist und da dabei ist. Am Ende werden wir vielleicht alle überrascht und Mercedes nimmt den Mick. Ja, das kann ich mir nur am besten Willen nicht vorstellen. Genauso wenig wie ich mir vorstellen kann, dass sie tatsächlich Sebastian Vettel ernsthaft in Erwägung ziehen. Der ist zwar jetzt gerade einen Doppelturn gefahren bei einem 36-Stunden-Dauertest mit dem Porsche 963, so heißt er, aus der Sportwagen-Langstrecken-WM im Motorland Aragonien in Spanien, um dort zum ersten Mal sich einzuschießen auf einen Porsche 963, auf einen Hybrid-Sportwagen also. Das Auto ist mit nichts zu vergleichen, was es sonst gibt. Formel 1 ist deutlich leichter. Man sitzt in einer geschlossenen Kanzel. Es ist vom technischen Anspruch her nicht so hoch wie ein Hypercar, das auch in Le Mans fährt. Vettel ist da eingebunden gewesen in diesen Dauertest, nachdem er vorher schon in Weissach ein paar Runden gefahren hat und vorher schon im Simulator in Weissach gesessen hat. Diesen Simulator in Weissach kenne ich aus eigener Innenansicht, weil ich da auch schon mal drin gefahren bin, auch im 919 Hybrid, also in dem großen Porsche. Und nicht in Sand gesetzt? Nicht in den Sand gesetzt, Gott sei Dank, aber ich war, glaube ich, nicht ganz so schnell, wie Herr Vettel oder sonstige Leute gewesen wären. Das Jedenfalls erklärt, warum du nicht weiter im Programm bist. richtig. Es ist die Frage, ob Vettel weiter ins Programm kommt oder ob Vettel tatsächlich ernsthaft von Mercedes in Erwägung gezogen wird. Beides kann ich mir realistischerweise nicht vorstellen. Es wird spannend. Es wird spannend in der Nachwuchsklasse. Es wird spannend, wie es in der Formel 1 weitergeht. Es wird vor allen Dingen ein Mega-Wochenende in Japan. Jetzt ist ja erstmal dieses Wochenende Formel E in Japan, dann Formel 1 in Japan, übernächstes Wochenende. Die Formel 1 lässt uns Gott sei Dank Ostern frei und die Osterfeiertage ohne Rennen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und ich denke, Japan, die Strecke ist genial. Das Rennen hat es immer in sich. Ich bin gespannt, wer da Vorteile rauszieht und wer sich da nach vorne setzt. Kleine Anekdote, Ferrari Trento, der Schaumwein, der offizielle Podiumstoast, wie man Toast, also nicht Toast zum Essen, sondern Toast zum Anstoßen, wie man in der Formel 1 sagt, weil in Italien produziert, im schönen Trento in der Nähe des Gardasees, ist eben kein Champagner wegen der Produktionsstätte, steht aber meiner Meinung nach einem Champagner nichts nach. Die haben, also der Chef, Matteo Lunelli, das ist ja ein Familienbesitz der Lunelli-Familie, Matteo Lunelli und seine Schwester Camilla und das ganze Team, die haben für meine Make-A-Wish die Podiumsflaschen von, ich glaube, 16 Podesten insgesamt, bei den arabischen Ländern gibt es ja keinen Schaumwein, jeweils von den Top 3 unterschrieben. Die werden auf F1 Authentics versteigert, die Erlöse gehen an die Make-A-Wish. Und da hatte ich vorher noch mit ihm gewitzelt, sagte ich, Matteo, ist ja super, dass ihr die spendet. Vielen, vielen Dank. Aber das werden viele Verstappen-Unterschriften werden. Da hat er gelacht. Und nach dem Rennen hat er mir gesagt, hey, ich habe dir gesagt, hier haben wir eine Nicht-Verstappen-Unterschrift. Wir haben zweimal Ferrari und Lando Norris. Und ich glaube, ich biete selber um diese Flasche mit. Könnte sein, natürlich ein echtes Unikat jetzt von Carlos Sainz nach diesem Sieg, dass das tatsächlich ein Ding mit Seltenheitswert wird. Wo du noch gerade sprichst von der Formel E in Tokio, da gibt es noch die Nachricht, dass ein ganz großer Name zurückkehrt in den Motorsport, nämlich Lola. Lola wird als Chassislieferant oder als Einsatzteam besser gesagt mit Yamaha-Motoren künftig in der Formel E unterwegs sein, mit der nächsten Generation der Fahrzeuge. Lola ist ja gekauft worden von einem amerikanischen Investor, nachdem das Team pleite gegangen ist und kommt jetzt mit der Regie als technischer Direktor von Mark Preston, der früher im Team von Aguri Suzuki Technikchef gewesen ist, früher bei McLaren in herausragender Funktion gewesen ist. Der ist jetzt bei Lola der neue technische Direktor, der neue Technikchef und Lola kommt jetzt mit Yamaha in die Formel E zurück, ein Comeback, also das es durchaus in sich hat, wobei Yamaha sich noch ein bisschen beweisen muss. Die letzte Formel-1-Episode mit Yamaha war doch eine eher unglückselige damals mit Zack Speed und mit Aguri Suzuki und Bernd Schneider. Ja, immer wieder, man sieht sich mehrfach im Motorsport. Ich habe jetzt gerade eben noch mal kurz, während wir geredet haben, weiter recherchiert.
tatsächlich hat offenbar Sebastian Vettel inzwischen bestätigt, dass er mit Toto Wolff kommuniziert. Aber über was? Das werden wir dann sehen. Ja, der hatte doch schon relativ früh gesagt, dass es da einen SMS- oder WhatsApp-Austausch gegeben hätte. Keine Ahnung, welches Programm der gute Mann da bevorzugt. Aber eben nicht weiter quantifiziert, worum es da ging. Aber wie gesagt, es würde mich wundern, wenn da tatsächlich Sebastian Vettel noch eine tragende Rolle in den Überlegungen spielen würde. Kommen wir noch mal ganz kurz auf Mercedes, bevor die einen Vettel oder einen Sainz oder irgendjemanden für den attraktiv sind, müssen die ihre Probleme mit dem Windkanal oder mit was auch immer es ist hinkriegen. Denn Toto Wolff hat tatsächlich uns erklärt, dass es diese Probleme, die sie mit dem Auto haben, die sind für sie unerklärlich. Und er hat gesagt, im Windkanal passt es und auf der Strecke nicht. Und das müssen sie hinkriegen. Dann fragte einer der britischen Reporter, der hinter mir stand, sagte aber, Aston Martin, ich glaube, es ist Aston Martin. Ja, Aston Martin benutzt doch den gleichen Windkanal. Ja, sagt er, aber bei denen ist es anders. Gut, wissen wir das auch. Mercedes hat jede Menge Hausaufgaben und es jetzt nur an der Korrelation liegt oder tatsächlich am Aderlass vieler Ingenieure, sei mal dahingestellt. Sie haben sich ja neu verstärkt mit einem anderen Ingenieur. Auf jeden Fall sieht es momentan schwer danach aus, als ob Mercedes in absehbarer Zeit nicht imstande sein wird, dann zuzuschlagen, wenn Red Bull, so wie bei Max Verstappen, technische Probleme hat in Melbourne. Schauen wir auf Japan demnächst und wir machen vorher natürlich noch einen weiteren Podcast. Aber jetzt guck erstmal, dass du dein Gepäck, deines Gepäcks wieder habhaft wirst. Ja, liebe Grüße an die Lufthansa. Ich weiß, ihr bemüht euch sehr. Das Problem lag erstmal am Münchner Flughafen, wo ich echt geschlagene 2 Stunden gewartet habe, bis das Gepäckband überhaupt anlief. Wahnsinn. Ne? Und dann hieß es, ach ja, ihr Gepäck hängt aber noch in Amsterdam. Und ich so, oh nee, echt, das hätte man mir vorher sagen können. Und jetzt warte ich, es hängt immer noch in Amsterdam. Ich weiß nicht, was die da machen. Da sind auch meine sämtlichen Rennaufzeichnungen im Koffer. Vielleicht wollen die alle erstmal noch durchlesen in Amsterdam. Aber Wer weiß. dafür warst du dann doch sehr sattelfest im Podcast, muss ich sagen. Danke, danke. Also bis zum nächsten Mal. Ich finde es ausnehmend wohltuend, mal nicht über Christian Horner reden zu müssen. Ich finde es ausnehmend wohltuend, mal nicht mit der Meinung von Ralf Schumacher konfrontiert zu sein, sondern selbst zu recherchieren und selbst darzustellen, was wie gelaufen ist. Ich bin sicher, ihr seht das genauso. Dieser Podcast war auch nochmal die beste Empfehlung für die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Das Heft gibt es ja immer noch im Handel. Kauft es euch schnell oder bestellt es auf der Internetseite pitwalk.de. Und wir hören uns schon bald wieder mit einem großen Podcast zum Thema Eisspeedway WM-Auftakt in Inzell. Und danach geht es dann für die Formel-1-Freaks weiter mit der Vorschau auf den nächsten großen Preis in Japan. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Gebt uns Likes, abonniert uns, läutet die Glocken hier auf YouTube, damit wir weiter wachsen, auch hier in der Reichweite. Bis bald, euer Norbert Okenga.